Amerika spielt mal wieder komplett verrückt und keiner weiß mehr, was genau abgeht. Heute schauen wir uns den Markt an, schauen uns ein bisschen die Zahlen von der Fed an, also die Zinsen, schauen uns an, was Gary Gensler und die SEC mal wieder über Securities sagt und schauen auch, wie Atom in diesem ganzen Spiel mitspielt. Mein Name ist Max, ich mache deutschen Kosmos-Content. Wenn du nichts mehr verpassen willst, lass mir unbedingt ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein ins Video nach dem Intro. Und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Sorry, dass ich so absolut verklatscht aussehe. Ich hatte die letzten 2 Tage mit einer Lebensmittelvergiftung hier in Bali zu kämpfen. Aber das soll gar nicht das Thema heute sein, sondern wir gucken uns ein bisschen den Markt an und vor allem die Neuigkeiten, die rausgekommen sind, die sehr interessant sind. Auch sind auch auf jeden Fall positive Nachrichten dabei, aber trotzdem ist natürlich die Ungewissheit aktuell immer noch das größere Problem. Hier sehen wir den Drop, als Binance angeklagt wurde. Hier sehen wir dann nochmal den Drop, nachdem wir von der Fed die Zinsen bekommen haben. Und zwar, an sich ist das eigentlich gar nicht schlecht gewesen, aber denn sie haben die Zinsen gleich gelassen. Allerdings kommt jetzt das nächste Problem, es ist einfach eine Hawkish-Pause, weil das heißt, wenn die Inflation sich nicht bessert, werden sie weiterhin die Inflationsrate, also die Zinsen anpassen. Und das heißt, aktuell ist es eben so, yo, wir lassen die Zinsen unten, aber wir können euch nicht garantieren, dass wir die auch unten lassen und wenn es notwendig ist, steigern wir sie wieder. Das heißt, aktuell ist leider die Pause nur bedingt und wir werden in Zukunft wahrscheinlich dann wieder, wenn es nicht verbessert, einen Zinsanstieg sehen. Allerdings hat der Markt relativ entspannt reagiert. Wir sind zwar hier gedroppt, weil erstmal natürlich die Ungewissheit wieder kam, aber dann haben wir doch wieder etwas einen Uptrend bekommen. Und jetzt noch zusätzlich zu dem Lawsuit, und zwar 68 Cryptocurrencies und vor allem auch Atom wurde eben als Security benannt. Und man könnte jetzt natürlich meinen, okay, das liegt vielleicht daran, dass es Proof-of-Stake-Blockchains sind. Allerdings haben wir auch weiterhin dann von Gary Gensler gesagt bekommen, dass Ethereum keine Security ist. Und Ethereum ist ja trotzdem ein Proof-of-Stake-Blockchain. Ja, sie war lange Zeit keine Proof-of-Stake-Blockchain, mittlerweile ist sie es. Das heißt, da ist natürlich noch sehr ungewiss, was jetzt überhaupt ausmacht, was Security ist und was nicht. Und im Endeffekt ist natürlich dann die Frage, ist es überhaupt schlimm, wenn Kryptowährungen zur Security werden oder nicht? Natürlich können wir uns das mal hier in einer kleinen Zusammenfassung anschauen. What is a security? A security is a finalized instrument that can be traded in the financial markets that includes stocks, bonds, derivatives and other investments in the United States. The Securities and Exchange Commission, SEC, is responsible for regulating the security markets. The SEC has the authority to determine what is and is not a security and has imposed regulations on trading of securities. Das heißt natürlich, weil es als Security deklariert werden würde, hätten wir dann das Problem, dass die SEC wirklich einfach sagen kann, was sie wollen und halt machen wollen, was sie will. Und im Endeffekt wird dann eine Kryptowährung so behandelt wie eine Stock, also im Endeffekt wie eine Aktie. Und natürlich ist das nicht der Sinn. Und ich bin da mal sehr gespannt, was die nächsten Tage rauskommt. Hier gibt es auch noch ein schönes Interview von Friends Validator mit Andrew Hemingway. Von Avax ist im Endeffekt der Legal-Berater, das heißt, er kümmert sich um die ganzen Sachen, die da auf Rechtswegen zu Avax kommen. Und das ist natürlich auch ein Interview. Und in dem wird einfach auch ein gutes Interview, weil hier wird einfach gesagt, ey, wir haben so viele Probleme aktuell. Und im Endeffekt ist es gar nicht schlimm. Die ganzen Kryptowährungen wollen sich doch registrieren. Die ganzen Börsen registrieren sich. Das ist sogar alles gar kein Problem. Die wollen das nicht unreguliert machen. Und sie wollen aber einfach Klarheit vom Kongress haben und von der SEC. Und vielleicht wird das auch der richtige Weg, dann erstmal über den Kongress zu gehen, dass es da eine Einigung gibt und dann die SEC darauf weiter aufbauen. Im Endeffekt, der ganze Kryptosektor will da gar nicht gegen kämpfen. Die wollen gar nicht, dass es keine Security ist, aber sie wollen Klarheit. Und das ist der springende Punkt in diesem Interview. Und ich denke, das ist auch wirklich ein wichtiger Weg, weil was bringt es denn uns, wenn wir als Krypto-Community uns regulieren lassen wollen? Das ist gar kein Problem. Wir melden uns an, wir machen KYC, weil hier steht zum Beispiel auch in dem Beitrag drin, dass wenn du eben eine Exchange bist, dass du eben KYC brauchst, wenn du eben Securities verkaufst. Und das brauchst du auch einfach. Und das ist ja auch mittlerweile gang und gäbe. Du kannst dich bei Binance nicht ohne KYC anmelden. Es gibt zwar ein paar Börsen, da kannst du gewisse Beträge traden. Aber ich denke, das wäre auch kein großes Ding, wenn die Leute dann sich anmelden müssten, KYC machen müssten, um dann Kryptowährungen zu kaufen. Und ich denke, hier aktuell ist wirklich der Hauptpunkt, wir brauchen einfach über den Kongress eine Einigung und dann über die SEC strikt klare Regeln, wie wir uns verhalten dürfen. Und hier gibt es natürlich noch weitere bullische Nachrichten, und zwar einmal BlackRock beantragt Bitcoin-ETF. Und das Coole ist hier dran, es ist der erste Spot-Bitcoin-ETF. Das heißt, du würdest wirklich Bitcoin kaufen. Das heißt, der ETF kauft tatsächlich Bitcoins und nimmt sie vom Markt runter und bildet sie nicht nur ab, so wie der Grayscale-ETF. Also im Endeffekt ist der aktuelle große Unterschied dazu, dass bei Grayscale du einfach im Endeffekt nur den Preis kaufst
Und bei dem Spot-ETF von BlackRock würdest du wirklich in Bitcoin investieren. Und so wird natürlich auch die Circulating Supply von Bitcoin massiv beeinflusst werden und natürlich sinken, wenn dadurch halt viel leichter Leute an Bitcoins rankommen. Du kannst es dann so vorstellen, dass wenn du aktuell auf Trade Republic unterwegs bist, kannst du ja sehr viel iShares ETFs kaufen. Und iShares ist im Endeffekt der ETF-Herausgeber von BlackRock. Das heißt, die gehören zusammen. Und dann würdest du wahrscheinlich irgendwann ein iShares Bitcoin ETF geben. Und so könntest du dann direkt in Spot, also wirklich Bitcoin kaufen, in die Bitcoin- und Krypto-Szene einsteigen. Und das ist auf jeden Fall ein riesengroßer Markt, der da auf jeden Fall Krypto natürlich beeinflusst. Und das wäre natürlich super, super bullig. Und ich denke mal, vielleicht das ist ebenfalls ein Grund, warum es dann hier wieder ein bisschen geradet ist. Aber ich denke mal, aktuell, auch wenn wir uns die Jobs hier angucken, das sind zwar immer heftige Jobs, so gesehen. Allerdings geht es dann auch wieder relativ schnell hoch. Wir haben es hier gesehen, hier geht es wieder zack, 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 bisschen hoch. Dann kommt hier die nächste Neuigkeit, weil hier war natürlich auch die Frage, was wird die Fed machen? Das darf man auch nicht vergessen, dass hier der Job von Binance kam. Dann was macht die Fed? Und dann wurde hier wieder gesagt, ah, scheiß drauf, alles kompletter Quatsch. Und wir gehen wieder ein bisschen mehr bullish. Und vor allem die Nachricht vielleicht von dem BlackRock ETF hat da vielleicht auch wieder den Kurs ein bisschen beflügelt. Ich denke auch, wenn BlackRock irgendwas anstößt, als der größte Vermögensverwalter auf dieser ganzen Welt, dann wird es seine Gründe haben und BlackRock wird da kein Geld investieren, wo sie wissen, dass es keinen Sinn macht. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass früher oder später dieser ETF von BlackRock durchkommen wird. Wir müssen jetzt einfach warten, bis vom Kongress ja, sag ich mal, dieses Schema kommt, wie wir Securities und Cryptocurrencies unterscheiden können, beziehungsweise Bitcoin, Ethereum und die anderen Proof-of-Stake-Blockchains, wie wir da unterscheiden können, ob Securities sind oder nicht. Und vor allem dann muss die SEC da endlich mal was gescheit machen. Zusätzlich gab es noch ein paar Rumors, ja, so ein paar Gerüchte, dass Gary Gensler vielleicht bald gefeuert wird. Das sind natürlich nur Gerüchte, ich habe dafür keine Quelle. Aber schreibt mir gerne mal eure Meinung zu dem ganzen Thema in die Kommentare. Ich hoffe, dass das Video nicht ganz zu kompliziert und wirr war, weil, wie gesagt, ich bin immer noch etwas verklatscht von der Lebensmittelvergiftung. Und ich wollte trotzdem, sage ich mal, ein kleines Marktupdate geben, ein bisschen meine Gedanken sortieren und zusammenfassen, was ich aktuell denke. Ich denke weiterhin, wir müssen einfach hier warten, bis endlich mal was Gescheites kommt. Ich glaube, es wäre gar nicht so schlimm, wenn Kryptowährungen Securities wären. Und vor allem finde ich auch, dass die meisten Kryptowährungen mittlerweile nicht mehr wirklich nur Währungen sind, sondern eher so Tech-Startups. Und dementsprechend fände ich es wirklich, wie gesagt, besser, sobald wir mal Regulierungen bekommen und es einfach Klarheit gibt. Aber schreibt mir gerne dazu mal eure Meinung in die Kommentare. Das soll es auch schon gewesen sein. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.